Hallo Leute, da bin ich wieder mit Bloons. Heute die Map Stämme auf und platzbar. So. Und ich überlege gerade, ob ich mal anders vorgehe. Schafft er das schon alleine? Das ist fraglich. Muss ich jetzt erstmal testen, wie weit er alleine zurechtkommt. Ich meine, auf dieser Map haben wir ja, ich sag mal, alle Zeit der Welt. Ich meine, hier kommt jeder Blumen sich mal vorbei. Was unterscheidet unplatzbar von Chimps? Zum einen, hier kann man noch die ganzen Tower verkaufen, die ganzen Affen verkaufen. Man kann die Kosten für die Affen sind mehr. Ansonsten, ja, genau wie bei Chimps haben wir ein Leben. Also das ganze Upgrade-Prinzip, die ganzen Tower selbst kosten einfach einen ganzen Zacken mehr. Aber man kann dafür hier Geld generieren. So, probieren wir gleich mal Etienne reinzuholen. Ich glaube, bis Stufe 5 schafft das nicht hoch. Das heißt, wir müssten erstmal irgendwas mit Tarnung nochmal zwischenschieben. Runde 24 kommt nämlich der erste Tarnblumen. Hätte man vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen mit dem Upgrade warten können und ihn reinholen können. Naja, gut. Dann sei es drum. Muss das jetzt eben erstmal so gehen. Sorgen wir dafür, dass er wenigstens bleiben kann. Eigentlich war das Schiff eigentlich eine blöde Idee. Eigentlich wollte ich wieder mit den Fallen Geld machen. Und wenn dann vorne die Flugzeuge sind nachher, dann schießt er sie wieder alle weg. Aber ich muss es ja auch nicht bis zum Ende hochziehen. So, er greift auch schon Tarnung an. Ja, gut. Wir werden erstmal auf Zerstörer gehen. Das reicht ja schon. Dann wird er uns der Moab auf jeden Fall ein bisschen leichter fallen. Ab Stufe 8 kann er, löst er für alle Affen die Tarnung auf. Also kann jeder Affe Tarnung angreifen. Da müssen wir halt nur noch ein bisschen drauf warten. Deswegen kann man aber mit ihm auf dem Feld kann man die Tower wunderbar frei verteilen, ohne sich Gedanken machen zu müssen um ein Affendorf.
machen wir das jetzt noch. Aber ich könnte hier nachher nochmal einen Ablauf hinstellen, um mehr Geld rauszuhandeln für die, zumindest die Fallen, die ich jetzt hinstellen will. Ach, was mache ich denn da? Also manchmal... So, mehr Fallen. Und halt nach da vorne. Dann werden wir hier gleich mal noch die 12.000 ausgeben, danach diese 3.000 und dann passt das schon ganz gut. Mit den drei Fallen haben wir auf jeden Fall genug, um sämtlichen Kleinkram abzufangen. Anscheinend noch nicht ganz. Aber gut, alles ist auch ein bisschen viel gewonnen. Mal mit dem hier arbeiten. Den nutzen wir auch sehr selten. Moment, wie hatte ich den denn immer geskillt? Ja, ich glaube so. Und dann... Ja. Nee, da steht... Kann man das nicht ein bisschen... Nee, dann nehmen wir weit. Weit ist besser. So. Und dann gucken wir mal, dass wir uns hier die große Falle zusammensparen. Endlich geht mir hier das hier so ein bisschen auf die Nerven, dass vieles hier hinten erst platzt und dann... Ja, da muss ich mir auch noch mal was überlegen, dass das so weit hinten platzt und mir die ganzen Blues flöten gehen, ist ja schade drum. Nicht in meiner Fall landen. Andererseits, ich habe ja eh gleich diese 64.000 zusammen. Eine Kleinigkeit muss ich noch machen. Genau,
Das wollte ich gerade verhindern. Den auch eigentlich ein bisschen weiter vorne sitzen können. Ach, in dieser Runde mache ich schon ein paar kleine Fehler, wo ich sage, wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen. Aber gut, mit dem Wurf kommen, fallen sie ja trotzdem in die Falle rein. Ja gut, das kann natürlich jetzt wieder laufen. Wir sind in den späten 60er Runden. Da gibt es nicht ganz so viel Knedi-Knet. Na komm schon. Gib mir mal das Geld, was ich brauche. Ich will endlich meine Supi-Gibi-Falle haben jetzt. Aber so will ich das sehen. Vier Kleinkram. Dann gibt's auch schnell das Geld. So. Jetzt sollte ein Großteil der Probleme auf jeden Fall beseitigt sein. Dann muss ich mir jetzt erstmal überlegen, was ich denn jetzt gerade Schreck mache. Ich meine, diese mittlere Nadelfabrik ist ja auch ganz geil, wenn sie so einen Teppich nachher macht. Wir nehmen zur Abwechslung mal den hier. Gesperrt in diese Richtung. Oh, das war ja auch so ein teurer nachher. Das Boot können wir da ja so lassen. Das war ja auch ganz nett zum Anfang. Fängt ja alles gut ab. Aber ja, mit der großen Falle, da geht ja, gehen ja Moabs, bis auf die Lilan geht da eigentlich alles rein.
Und dann fassen die auch noch so viel. Ihr habt ja gerade gesehen, die Falle wurde gerade frisch geschmissen und schwupps, alles ist flöten. Auch die Runde 80 hat man jetzt dadurch gekriegt. Können wir eigentlich bis hier oben machen, den Strahl. Aber verrückt, wie weit das Ganze die Größe trotzdem kommt. Machen wir erstmal den hier fertig. Ja, eigentlich auch nochmal so eine hinstellen auf der Mitte geskillt. Wir haben jetzt schon Runde 95. Also es sieht ja eigentlich wie ein heilloses Chaos aus, aber irgendwie macht das gerade Spaß, sinnlos ein paar Tower zu setzen. Aber ich muss sagen, ja, die beste Towerwahl war das jetzt nicht unbedingt komplett. Aber es ist auch mal ein bisschen kreativer Freiraum. Das mit dem Geld auch nicht mehr ganz so wichtig. Jetzt können wir hier getrost auch das Boot rein theoretisch abholen und nochmal nachziehen. So. Also ich muss sagen, die war jetzt nicht so übergeil, muss ich sagen. Also diese obere Nagelfabrik. So, gucken wir nochmal. Also ich weiß, es ist jetzt ein heilloses Chaos und ein Wust gestellt. Aber dieses ganze Cluster hier war ja zum Geld machen. Ne, also diese ganzen Dings und auch in der großen Falle. Also so habe ich das erstmal geskillt. Mit dem Affendorf, alles was in diesem Affendorf steht, macht mehr Geld pro Blumen. Ich habe die Reichweite erhöht. Ich habe, ja, die Upgrade-Kosten waren günstiger dank diesem Affendorf. Ja, das war's. Die Nagelfabrik sollte eigentlich ein bisschen mehr den großen Kram erledigen. Ich habe es da auf weit gestellt, damit so ein Haufen passiert. Der erste Haufen, ich hätte sie ein bisschen weiter höher setzen müssen. Dann hätte sie den Haufen hier hingelegt, das wäre mir lieber gewesen. Die hier war nochmal testweise, wie gut sie sich macht. Weil sie schmeißt ja dann irgendwann über die ganze Fläche. Ich muss sagen, er war nicht schlecht. Aber ich würde meinen, dass es auch noch für weniger Geld Tower gibt, die mehr Schaden machen. Ich sag mal, so ein Druide
auf der mittleren Stufe durchgeskillt, wäre der schon krasser gewesen. Aber trotzdem war der nicht schlecht. Also war mal ein Experiment. Ich hoffe, es hat euch erstmal bis dahin gefallen. Ihr könnt ja mal ein Feedback da lassen. Wie gesagt, das war so am Ende so ein heilloses Husten durcheinander, aber diese Map macht es ja möglich, dass jeder irgendwie alles sitzen kann und man kann auch noch so schön viel Geld generieren. Ne, ich sag mal, mit Plantagen und Co. Mir reicht meistens schon, wenn ich das mit denen hier mache. Außer ich will wirklich eskalieren, dann kombiniere ich das Affendorf mit den ganzen Plantagen, ziehe es hoch, setze nochmal so ein Affendorf daneben, dann kriegt ja dieses verstärkte Affendorf ja auch nochmal den Boost mehr Geld und setze mir meine Plantagen nochmal drumrum. Aber um einfach die Runde 100 zu erreichen, reicht das hier locker aus. Gut, also bis zum nächsten Mal.